Zu vermeiden sind Situationen, in denen Personen ungeordnet und unkoordiniert versuchen, ein Gebäude zu verlassen. Vielmehr bedarf es vorgeplanten und eingeübten Abläufen, damit die Menschen in einem Gebäude gezielt und schnell das Gebäude verlassen können. Eine wichtige Unterstützung bei der Evakuierung eines Gebäudes sind Beschäftigte, welche hierfür speziell ausgebildet wurden. Fluchtwege dürfen niemals zugestellt werden. Sie sind frei begehbar und frei von Brandlasten zu halten. Fluchtwege müssen über Notausgänge in gesicherte Bereiche oder ins Freie führen. Damit eine Benutzung im Gefahrenfall möglich ist, müssen diese auch gegen Zustellen gesichert werden. Damit Menschen in einem Gebäude im Gefahrenfall schnell das Gebäude verlassen können, sind Flucht- und Rettungspläne auszuhängen. Diese müssen immer aktuell sein und die geforderten Informationen bieten. Anhand der Flucht- und Rettungspläne ist die Gebäudeevakuierung regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, zu üben. Herzlich willkommen zur Unterweisung Einsatz von Feuerlöschern. Ist ein Brand entstanden, so muss dieser unverzüglich bekämpft werden können. Nachfolgende Präsentation soll zeigen, welche grundsätzlichen Gegebenheiten bei einem Feuerlöschereinsatz und der Brandbekämpfung zu beachten sind. Eine Ausbildung im Sinne der ASR A2.2 und anderer Grundlagen kann diese Präsentation nicht ersetzen. Feuerlöscher dienen der Bekämpfung von Entstehungsbränden. Diese müssen technisch einwandfrei, genormt und zugelassen sein. Sie müssen durch fachkundige Personen regelmäßig gewartet und geprüft werden und für die vorhandenen brennbaren Stoffe geeignet sein. Die Beschäftigten eines Unternehmens müssen in der Handhabung von Feuerlöschgeräten geschult sein.